Moin, moin und herzlich willkommen. Ja, heute geht es mal wieder um die Einheitslaterne. Die habe ich hier in der Kiste stehen. Ich hatte da schon zwei Filmchen zu gemacht. Einmal so eine allgemeine Vorstellung von der Kiste und dann haben wir uns ja einmal den Carbide-Einsatz angeguckt von der Lampe im Betrieb. Ja, und heute geht es um. Ja, geht aber schwer raus, aber ja. Also, der Kerzeneinsatz für die Einheitslaterne. So, holen wir die Laterne auch mal kurz raus. Das ist der Kerzeneinsatz. So, und der ist nämlich, ja, er geht schwer auf. Er geht richtig schwer auf. Den vor ein paar Tagen schon mal. Jetzt geht er. Das ist einfach wie so ein Flaschenverschluss ähnlich mit Gewinde und da sitzt eine Feder drin. So, die kommt jetzt raus zum Vorschein. So. Und was kann man da für Kerzen reinpacken? Ich hatte ja noch so viele Abschnitte gehabt von der Kerze aus dem schwedischen Möbelhaus. Die hatte ich ja abgeschnitten in zwei Drittel, ein Drittel Teile und die zwei Drittel, die übergeblieben sind, die habe ich ja für die Schweizer Faltlaterne genommen. Und jetzt ist mir aufgefallen, dass diese Kerzen vom Durchmesser hier ganz gut reinpassen. Und dann wollen wir jetzt einfach mal die Kerze in Betrieb nehmen, in der Einheitslaterne. Ja, es ist nicht so einfach mit dem Zudrehen. Da ist ganz schön Druck drauf mit der Feder. So, sehen, doch sitzt auch schön in der Mitte. Jetzt muss ja der Petroleumeinsatz raus. Kann ja sehen, der ist ja hier über solche reingeklickst. Kann man den rausziehen. Damit die Flamme auch immer schön auf Höhe des Reflektors sitzt, haben diese ganzen Bauteile, ich schieße mal etwas zurück, damit wir das besser sehen, alle die gleiche Höhe. Der Carbide-Einsatz nämlich auch. So. Hier ist der Carbide-Einsatz. Auch nochmal sehen, dass die Flamme immer schön in der gleichen Höhe ist. Der kann dann auch einfach hier wieder reingeklickt werden. So, dann sitzt ja eine Laterne drin. Mehr ist das gar nicht. Schon brennt die Kerze. Wollen wir mal die Klappe hier zumachen. Und so sieht das Ganze dann mit der Kerze aus. Nichts Wildes.
Wollen wir mal einmal nach draußen gehen, dann gucken wir uns das mal draußen an, wie hell das denn überhaupt ist, so mit der Kerze. Ja, so sah das Ganze draußen aus. Ich habe auch mal diesen Tarnlichteinsatz hier reingemacht. Jetzt schiebe ich den mal hoch. Und runter sieht man hier auch schön hier vorne die ausgeleuchtete Fläche im Tarnlichteinsatz. Ich mal ein bisschen hoch, dass man besser sehen kann. Ja, da kann man ja dann auch noch diese verschiedenen Scheiben einsetzen. Haben wir hier noch diese Scheibe. Da habe ich noch eine drin. Genau. Einfach nur noch mit so einem kreisrunden Loch. Jetzt machen wir auch nochmal ein. Ja, das waren die drei verschiedenen Vorsätze, die man da noch einsetzen kann in die Einheitslaterne. Da ist extra hier vorne so eine zweite Führungsnut drin, wo man die wirklich so schön einfach reingleiten lassen kann. Der geht jetzt hier ein bisschen schwerer, vielleicht muss man das Blech nochmal so ein bisschen nachbearbeiten. Das ist etwas krumm und schief. Das hier so ein bisschen, keine Ahnung, muss ich mir noch mal genau angucken. Da kann man sehen, hier vorne ist das so ein bisschen eingedrückt, dass das nicht so sauber reingleitet. Ja, wo wir jetzt gerade schon beim Thema Kerzen sind, gucken wir uns auch mal die beziehungsweise das Innenbucklicht an. Das ist auch in der Kiste drin. Das Innenbucklicht und da gibt es ja auch einen speziellen Halter für. Das ist dieses Teil. Dann wird das so reingeklickt. So, und dann fällt einem auf, okay, hier vorne auf der anderen Seite, auf der Gegenseite sozusagen, da ist auch wieder ein Gewinde und da ist eine Dichtung. Das hat es damit auf sich. Das ist für den Petroleumbrenner gedacht. Da lässt sich nämlich der Brenner entfernen. Dafür ist dann auch in der Kiste dieses unscheinbare Döschen. Da kann dann nämlich der Brenner hier abgeschraubt werden. Der lässt sich dann hier drin verstauen. So. Und dann kann man einfach den Halter für das Hinbucklicht hier drauf drehen. Und ist auch nicht schlimm, wenn da noch Petroleum drin ist in dem Tank. Da war ja diese Dichtung zwischen. So, und dann können wir das nämlich auch da einsetzen. Und wir sind dann auch mit dem Hinbucklicht auf der gleichen Höhe wie die Kerze, dass das alles mit dem Reflektor passt. Also das haben sie sich schon
gut ausgedacht mit dem ganzen Teil. Ich bin da sehr fasziniert von dieser Lampe, weil man wirklich absolut unabhängig ist. Egal welches Leuchtmittel man benutzen möchte, ob man das Hindenburg-Licht nimmt, da sind drei Stück sind hier drin in der Kiste. Ob man die Kerzenlaterne, also diesen Kerzeneinsatz nimmt. Wobei das mit der Kerze auch klasse ist, weil halt durch die Feder immer die Kerze passend nachgeschoben wird und abbrennen kann. Einfach genial. Wirklich genial. Da haben die sich was bei gedacht. Kann man nicht anders sagen. So, nehmen wir das Hindenburg-Licht mal wieder hier raus. Ist natürlich alles schön stramm hier drin, damit das auch nicht rumklackert und rausfällt und wie auch immer. So. Firma Glafei, Nürnberg. Und das Coole ist, die Firma gibt es immer noch und die produzieren immer noch das Hindenburg-Licht. Da müsst ihr mal gucken, müsst ihr mal nach googeln. Also diese Hindenburg-Lichter gibt es noch. Kann man das auch gut sehen. Hier ist ein Docht auf der anderen Seite. Und durch die Wärme, die hier entsteht, fördert er halt durch den Docht das Wachs nach oben und brennt richtig schön ab. Coole Teile. Bringe auch ein schönes helles Licht. Die können wir dann demnächst auch nochmal angucken, wenn ihr da Bock drauf habt. So, machen wir das alles mal wieder aufeinander. Den Halter hier. Da kann man auch schön die Dichtung sehen, die dann das Ganze hier verschließt, damit das Petroleum noch nicht rauskommt. So, dann kann man den Brenner hier wieder einsetzen. So, ich lasse jetzt hier noch so ein bisschen die Einheitslaterne leuchten. Und ja, danke fürs Anschauen. Und würde ich sagen, bis demnächst hier in diesem Kino.